Das Leben wird gütiger zu euch sein, Prinzessin. Wenn ihr erstmal diese Traditionen anerkennt und versteht, dass es für euch besser ist, gesehen zu werden und nicht gehört. Hier kommt die Flut und sie reißt mich hinfort. Ich treibe und ich werde versenken. In ihrer Kraft, da verhallt jedes Wort. Soll ich nun wehrlos ertrinken? So wird's nicht sein. Ich breche nicht zusammen. Bin ich auch allein? Ich gebe den Kampf nie auf. Ich werd nicht schweigen und lasse mich nicht besiegen. Werd der Stille ich werde niemals schweigen. Ich denke, wir haben genug von euch gehört. Uralte Regeln, die ewig bestehen, stärker als steinerne Wände. Wer will dich hören, lass dich lieber nur sehen. Doch das geht heute zu Ende. Denn nein, ich breche nicht zusammen. Versucht, was ihr wollt. Nein, ich schwöre, ich geb nicht auf. Ich bleib nicht mir aus den Augen. Gib den Befehl, Hakim. Als du ein Kind warst, hat dein Vater hier im Palast gearbeitet. Doch aus dir wurde, mit der Zeit, unser zuverlässigster Soldat. Du bist ein Mann, der sowohl loyal ist, als auch gerecht. Aber nun musst du dich entscheiden. Pflicht ist nicht immer gleich Ehre. Was ist das Schwierigste? Nicht das Auflehnen gegen unsere Feinde. Das Schwierigste ist, sich derer zu erwehren, deren Beifall wir am meisten ersehnen. Jafar verdient weder deine Bewunderung noch deine Hingabe. Ich wünsche nichts weiter als Ruhm für das Reich von Agrabah. Nein. Ihr wollt den Ruhm für euch selbst. Und ihr lasst mein Volk den blutigen Preis dafür bezahlen. Hakim, diese Männer, sie folgen dir, wohin du sie führst. Nun ist es an dir. Siehst du tatenlos dabei zu, wie Jafar unsere geliebte Heimat in Trümmer legt, oder tust du das Richtige? Und stehst dem Volk von Agrabah bei.